Willkommen im zweiten Durchgang in Garmisch-Partenkirchen. Hier ist euer Thomas und wir fangen direkt an mit Russland. Alexei Romaschow. Der Sprung ist 132,5 Meter. Noriaki Kasai. Die Japaner. Teil auf Platz 1. Mal schauen, ob es bis zum Ende so bleibt. Aber der Sprung ist auch nicht schlecht. Oh, ein Kurz. Das ist die Chance für die Deutschen. Roman Koreka. Tschechien ist jetzt auf Platz 4. Die Tschechen gehen vorbei an Japan auf Platz 1. Nicht auf Mirki. Der erste Sprung an 90 Meter. Da sollte jetzt mehr kommen. 128,5 Meter. Thomas Morgenstern, für die Österreicher, die auf Platz 8 zurückgefahren sind. Platz 131,5 Meter für Österreich. Tom Hilde. Die Norweger holen langsam auf. Platz 4 vor. Juri Teppich. Slowenien ist hier auf Platz 3. Hinter Deutschland und Japan. Und sie gehen knapp mit einem Punkt an die Führung. Jetzt ist auch Michael Neumeier den ersten Platz wieder in Deutschland zurückzuerobern. Ein Sieg der 132,5 Meter. Deutschland ist halt auf Platz 1. Der zweite Springer von Russland, Ilya Rossiya, fängt wieder an. 126,5 Meter. Platz 1 zurzeit. Die werden aber wieder zurückfahren. Nika Wakasee für Japan. Jasmir Kosicek. Für die Tschechen. Die sich sehr gut auf Platz 3 zur Zeit halten. Siegel vorbei an Japan. Jetzt kommt Maciej Kot mit Polen. Die zur Zeit auf Platz 15. Ein Siegvorsprung von Maciej Kot. Dadurch können die Polen ein paar Plätze aufholen. Österreich benötigt jetzt auch sein Glück, damit sie nach vorne kommen. Sie haben auf dem vorletzten Platz bisher. Dieser Sprung wird nicht so gut. Anders Jakobsen. Für die Norweger. Platz 6 zur Zeit. Mit diesem Ergebnis werden sie ihn echt lange nehmen. Jakabala. Slowenien zählt auf Platz 2. Und sie gehen an Tschechien vorbei auf Platz 1. Richard Freitag für die Deutschen. Sie stehen sicher auf Platz 1. Wird es schwer wieder ranzukommen. Nur noch auf Platz 2 hinter Slowenien, die mit 4 Punkte die 4 Punkte gut gemacht haben auf die Deutschen. Jetzt Russland. Denis Kornilov. Zurzeit auf Platz 7 die Russen. Platz 27 Meter. Taiki Ito für Japan. Schafft ihr wieder die 130 Meter? So habt Japan gute Chancen. 130 Meter, gut. Japan ist Zeit auf Platz 1. Antonin Hayek und jetzt mit der Chance vorbeizugehen wieder. Und die Tschechen sind vorbei auf Platz 1. Somit sind die Japaner wieder.
wieder auf Platz 2 zurzeit. Hier hat er viel abgeholt. Polen zurzeit auf Platz 5. Da ist noch mehr, da ist bestimmt noch mehr drin. Die Polen rücken auf Platz 3 vor. Österreich als Vorletzter. Muss auch Andreas Kofler. Und so wird es schwer für die Österreicher. Anders war das. Die Norweger auch nicht. Zu spät abgesprungen. Die Sprung kriegt es hier. 123 Meter. Kubal Kran jetzt. Meter. Andreas Wellinger für Deutschland. Platz 2 zur Zeit, aber der erste Platz ist noch gleich drin. Naja, sehr gut. Die Klasse, dadurch verringert sich die Chance. 124 Meter, Platz 4 für die Deutschen. Gregor Schmierensauer. Fängt an als Letzter. Von Andreas Jenny. So behält Norwegen zur Seite Platz. Dimitri Vassiliev. Mit einem Surfer von 113 Meter. Die Russen fallen zurück. Norwegen sichert sich einen Platz. Kamil Stoff. 131,5 Meter im ersten Durchgang. Wird das wohl wieder schaffen? Platz 1 zurzeit für Polen. Severin Freund müsste jetzt einen guten Sprung machen, damit die Deutschen auf Platz 1 vorrücken können. Der Kraft ist, Deutschland verliert den Platz 4. Taku Takeuchi, die Japan. Und Taku Takeuchi sichert sich Platz 3 für die Japaner. Super viel. Wir verlieren auf die Japaner. Somit rückt Japan vor. Tschechien, der Außenseiter, kam zwischenzeitlich auf Platz 1, beziehungsweise auf Platz 1. Tschechien und Lukas Klava feiern den Platz 1 in diesem Grand Prix. Also erster Tschechien, zweiter Japan, dritter Slowenien, vierter Deutschland, fünfter Polen, sechster Norwegen, 7. Russland, 8. Österreich und 9. Schweiz. Bitter für Deutschland, Polen, Norwegen und Österreich. Aber vielleicht wird es ja im nächsten Grand Prix noch besser. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich würde mich sehr freuen über ein Like oder über eine Bewertung über mein Video. Und wenn ihr ein Abo da lässt, das wäre auch ganz schön. Tschüss, bis zum nächsten Mal.